So, ich freue mich jetzt einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, den ganz lieben Daniel Friedmann. Ich kenne ihn schon sehr lange, deswegen begrüße ich ihn auch so ganz herzlich. Er spielt für den SV Mülheim Nord, war hier in Bremen, hat gespielt gestern gegen Kashimo, verloren, heute gewonnen gegen Warakomski. Ja, fass mal so aus deiner Sicht das Wochenende zusammen. Ja, das Wochenende verlief leider wie mehr oder weniger erwartet. Wir waren klar Underdogs gegen Bremen, auf allen Bretten Hello Minus, bis 100 Punkte, glaube ich. Und leider ist uns nicht gelungen, ein bisschen was gegen Bremen zu unternehmen. Also einige Partien könnten schon besser laufen, zum Beispiel Daniels Hausratspartie war sehr hart umkämpft und ganz am Ende in beidenseitigen Zeiten und ich hatte einfach einzügig die Partie eingestellt, wo er schon deutlich besser stand mit Quale mehr. Und okay, ich selbst aus der Eröffnung, ich habe eigentlich ganz normale Stellung gekriegt und dann bin ich eingeschlafen für eine halbe Stunde, dann unglaubliche drei Züge gemacht und dann war die Stellung schon kaputt. Eigentlich ganz schlecht gespielt von meiner Seite. Also Maxim zum Glück noch gewonnen, so ein bisschen Ergebniskosmetik. Und ansonsten, ja, es ginge noch, wenn Daniel gewonnen hätte, aber zu viel Konjunktiv. Alles in allem eigentlich deutlich verloren. 2,5, 5,5. Und heute, wie es schon bei uns öfter geschah, also gegen schwächere Mannschaft, es wird wahrscheinlich 7,5 gegen 7,5 sein. Mhm. Du hast auch ziemlich leicht gewonnen heute? Ja, okay, mein Gegner hat ein bisschen komisch gespielt in der Eröffnung. Es war eigentlich nichts Besonderes, also Spring F3, G6, D4, Läufer B7, G3. Und jetzt dachte er so 30 Minuten nach. Genau, ich habe mich auch gewundert. Und dann spielte er plötzlich B5. Ja, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, vielen habe ich nicht nachgedacht in dieser Stellung. Ich habe mir nur gewundert, wieso. Also ich dachte, er spielt auch Holländisch und Leningrad mit F5 über D6. Oder er spielt solche so D6 und dann Läufer G4 oder E5. Und ich dachte, er denkt die ganze Zeit nach, wo ich vielleicht vorbereitet bin oder wählt zwischen diesen Varianten. B5 kam natürlich sehr überraschend. Das ist wahrscheinlich kein super schlechter Zug, aber auch kein wirklich guter. Weil nach Läufer G2, Läufer B7, Dame D3, A6, A4. Kann er B4 nicht spielen wegen Dame B3, es hängt B4 und es hängt dann irgendwie Springer F5, also Doppelattacke auf Läufer auf B7, Läufer auf B7, F7 auch hängt. Also er musste so noch hässlicher Zug C6 machen. Aber okay, es war trotzdem nicht so einfach, ich konnte keinen klaren Plan finden. Okay, dann bessere Stellung habe ich natürlich gekriegt und mehr Zeit und dann weiter Verlauf der Partie. Ich hatte wahrscheinlich so einen Fehler gemacht. Und ja, ich habe Bauer gewonnen, dann noch ein Zeitmatch. War eigentlich nicht super schwer, muss ich sagen. Also ein lockerer Nachmittag oder morgen besser gesagt. Ja, okay. Das ist natürlich. Ja. Ja. So, es steht ein ganz wichtiger Termin an morgen, ne, mit dir und der deutschen Nationalmannschaft und dem Deutschen Schachbund. Ganz kurz die Eckdaten. Worum geht's? Ja, also es ist unser zweites Treffen mit Präsidium und beim ersten Treffen wurden so eine Weichen gestellt und ich habe geäußert, was wir von Schachbund erwarten und ich habe ihm auch gesagt, was die von uns erwarten, ja, vor allem, dass wir als Nationalmannschaft auftreten und bei diesem Termin, so viel ich verstehe, muss es schon irgendwelche Entscheidungen geben. Also das erste Gespräch war einfach so ein Anfangsgespräch und jetzt müssen schon Entscheidungen fällen, ob es mehr Geld gibt. Und wir einfach schon entscheiden, weil zum Beispiel jetzt die Europameisterschaft, also ich meine jetzt Mannschafts-Europameisterschaft, die dann im November, glaube ich, stattfindet, da muss man schon nominieren für die Mannschaften. Deswegen muss diese Entscheidung ziemlich schnell getroffen werden, sonst ist das schwer. Also ich erwarte dann irgendwelche Entscheidungen, ich hoffe positive Entscheidungen und ja, sonst eigentlich nichts. Da muss man schon
Okay, also morgen, ihr trefft euch in Frankfurt, ne? Soll dazu sagen? Genau. Alle Nationalspiele, das Präsidium und. Genau. Dann hoffen wir mal, dass danach. Ja, ich hoffe auch, dass natürlich. Vor allen Dingen, dass etwas veröffentlicht wird über das Treffen. Ja, ich denke schon. Ich meine, es sollte. Wenn Entscheidungen fällt, dann sollte es auch veröffentlicht werden, nicht hinter geschlossenen Türen bleiben. Also, aber ich denke, es wird wohl werden. Vielleicht noch, gut, du bist einer der deutschen, stärksten deutschen Spieler, du bist Nummer 3, 4 oder aktuell? Also nach Elo bin ich jetzt Nummer 3, es wird wohl auch im März so bleiben beim neuen Rating. Spielst du bei der Europameisterschaft mit für Deutschland? Ja, ich spiele auch. Du spielst mit. Ja. Bei der deutschen Meisterschaft spielst du aber dieses Jahr doch auch mit. Also ich habe zugesagt, ja. Ja, ja. Da gab es ja im Moment auch sehr viele Diskussionen irgendwie um. Ja, ich meine, okay. Ich habe, als ich im Feld gesehen habe, war ich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe, okay, ich habe 2008 gewonnen, dann noch 2009 mitgespielt. Und man muss schon sagen, das war schon. Also ich dachte damals, das ist, ja okay, ganz normales Feld, aber nicht das Beste. Also Neidic hat nicht mitgespielt, Georg hat nicht mitgespielt, ich meine, als ich gewonnen habe. Und 2009, ich glaube, Büste spielte nicht, Neidic auch nicht. Aber es waren schon so 10 Großmeister, als ich gespielt habe mindestens. Und ich habe jetzt Teilnehmerliste gesehen, sind nur 3 Nominierte von Deutscher Schachbund, also ich, Gustafsson und Rainer Buhmann. Und sonst glaube ich keiner, der 2-5 hat. Also muss nichts heißen natürlich, aber ich war schon ein bisschen überrascht. Aber es hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass es da jetzt eine deutsche Frauenmeisterschaft auch gleichzeitig mit deutscher Männermeisterschaft durchgeführt wird. Und es ist einfach ein Problem mit Räumlichkeiten. Also es ist einfach nicht genug Platz für die Leute. Weil meistens haben so 44 Leute gespielt, glaube ich, so plus minus. Und jetzt sollen es nur 30 sein. Es ist einfach ein Platzmangel. Und das ist natürlich, ich meine, ich finde es schon ziemlich komisch. Also eine deutsche Meisterschaft sollte mindestens am Platz nicht mangeln. Habe ich das richtig verstanden? Die findet am gleichen Ort statt, die Frauenmeisterschaft? Also ich habe es so verstanden, ja, genau. Das gleichzeitig und am gleichen Ort. Deswegen ist das nicht genug Platz für mehr Spieler. Um mehr Spieler einzuladen? Genau. Weil es wurden ein paar Leute immer eingeladen, einfach so von Seiten der Organisatoren. Und das waren dann ein paar Leute, die selbst bezahlt und gespielt haben. Und jetzt ist das, ich weiß nicht, vielleicht lösen Organisatoren irgendwie dieses Problem. Also ich empfinde es schon als ein kleines Problem. Wie ist es, warum spielst du überhaupt mit? Warum entscheidest du überhaupt für dich, dass du mitspielen möchtest bei der deutschen Meisterschaft? Sind ein paar Punkte. Ich habe auch im Internet die Diskussion nachgelesen, was auf Schachwelt geschrieben wurde und so weiter. Viele Leute meinen, ja, okay, leichtes Geld für die Leute und wir wollen einfach abkassieren. Naja, okay, das ist, also es ist nicht unsere Entscheidung und unser Problem, dass es relativ schwaches Feld ist zum Beispiel. Und andererseits, wenn man sagt, okay, ich spiele die deutsche Meisterschaft nicht, dann sagen auch Leute, naja, okay, die wollen ja niemals deutsche Meisterschaft spielen und so weiter. Man kann nicht alle Leute glücklich machen. Und diesmal dachte ich mir, das ist vielleicht ein guter Zeichen, für den Deutschen Schachbund, dass auch nach dieser Geschichte mit Olympiade, dass wir nicht gespielt haben, das ist ein Zeichen, dass wieder Zusammenarbeit beginnt. Und, aber okay, einer der Gründe war auch, natürlich muss es nicht schon, einer der Gründe war, ich habe auch kein Turnier in dieser Zeit. Also es heißt nicht, dass wenn ich irgendwelche Turniere hätte, würde ich nicht spielen. Aber es sind zwei Faktoren, nicht aktuell. Gut, der Termin ist natürlich ein wichtiger Faktor bei der gesamten Termin Geschichte. Ist ein wichtiger Faktor. Also ich will schon gar nicht von letzten Jahr sprechen, wo es gleichzeitig mit der Europameisterschaft stattfand. Das war natürlich völlig unglaublich. Und ich verstehe, dass Termin schon lange vor der Europameisterschaft festgelegt wurde, aber ich denke, man sollte in so einer Notsituation doch eine Lösung finden können, weil
Es ist quasi erste Etappe, also die deutsche Meisterschaft sollte, war früher auch erste Etappe zur Europameisterschaft dann. Mhm. Und dann weiter zur Weltmeisterschaft. Und das ist gleichzeitig für ihn, das ist natürlich unglaublich, aber okay, kann passieren. Mhm. Ja, Termin ist schon gut. Also ich muss sagen, also ist viel besser für mich als diese Januar-Februar-Geschichte, so, weil es immer gleichzeitig mit Gibraltar durchgeführt wird. Das ist schon ein wichtiger Open geworden, einer der stärksten. Und es fällt eine Entscheidung natürlich schwer, weil ich meine, okay, die deutsche Meisterschaft in jetziger Form, okay, es ist eine deutsche Meisterschaft natürlich, aber ganz normal, auch von Stärke her, ist ein durchschnittlicher Open-Turnier im besten Fall. Und die Preise, okay, vielleicht erster Preis, und die Preise sind auch für so ein durchschnittlicher Open mehr oder weniger, okay, vielleicht so ein bisschen über Durchschnitt, aber man kann es mit Gibraltar so eine preismäßig überhaupt nicht vergleichen. Ich habe einen ersten Preis um einiges höher als den ganzen Preisfonds für die deutsche Meisterschaft. Und wenn es dann gleichzeitig stattfindet, dann ist das natürlich etwas unglücklich, finde ich. Man muss schon, man muss natürlich nicht alles bedenken mit Überschneidungen, mit Terminen, aber solche, zum Beispiel Wiekensee, einige spielen dort, und dann solche super große Open wie Aeroflot, wenn es noch weitergeht, und dann Gibraltar, da sollte man es schon bedenken. Okay.